einem neuen Video von mir und heute testen wir zusammen Doc Martens. Wir alle lieben Doc Martens und ich besonders. Deswegen habe ich mir 6 Stück bestellt, um einfach mal die Größen zu testen, die Farben, die Muster. Es gibt ja so viele unterschiedliche. Ich habe jetzt nur Plateauschuhe bestellt. Die sind ja auch irgendwie gerade so ein Ding und ich liebe es auch sehr. Genau, ich zeige dir euch noch alle angezogen gleich. Ich habe hier schon meinen Karton vorbereitet. Das sind echt richtig viele. Aber man hat ja sonst nichts zu tun. Außerdem erkläre ich auch noch ein bisschen was zu den Größen. Sag, wie die so ausfallen bei mir, weil ich finde jetzt gerade, wo man nicht shoppen kann, also beziehungsweise in den Laden gehen kann, man kann gut shoppen. Man kann gut, sehr gut online shoppen. Das kann ich auch sehr gut. Aber es ist halt ein bisschen dumm, weil wenn man irgendwo ein Angebot sieht, dann muss man ja so schnell zuschlagen und wenn man da nicht sicher ist mit der Größe oder keine Ahnung, man jetzt nicht auf Rechnung bezahlen kann, ja, dass man sich für ein Typ bin, ne? Dann ist halt blöd, so 2 Stück zu bestellen oder bestellen zu müssen und deswegen hätte ich mir so ein Video auch gewünscht. Hab da irgendwie nie sowas gefunden, deswegen mache ich das jetzt für euch und für uns. Ich bin auch sehr gespannt. Also würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Den ersten, den ich jetzt hier rumliegen habe, beziehungsweise das erste Paar, da der Karton davon aktuell mein Stativ ist, hier geht es nämlich richtig professionell zu, sind die Sinclair. Und die haben die Besonderheit, dass sie halt eben den Reißverschluss hier in der Mitte haben. Dann haben die aber trotzdem innen drinnen noch hier die Schnürsenkel. Das heißt, man kann einfach die als ganz normale Doc Martens benutzen. Hier das so schnüren und dann hat man ganz normale. Das ist mit diesem weichen Leder. Das liebe ich richtig, weil es halt so richtig angenehm ist. Da muss man auch nichts einlaufen und gar nichts. Dann haben sie noch hier diesen Strich hier. Bei denen heißt dieses Modell mit dem weichen Leder Aunt Sally. Ja, und irgendwie passt es auch. Bei denen ist mir aufgefallen, dass sie richtig, richtig bequem sind. Auch einfach die Form ist richtig bequem. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, die sind etwas tiefer als die ganz normalen. Was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, aber vielleicht sind einem von euch die anderen ein bisschen zu hoch, dann ist das perfekt. Als nächstes haben wir die Jaden Plateau, auch in weiß. Und die finde ich mega geil. Oh mein Gott, ihr müsst einfach mal nur eingeben bei Pinterest. Warum sage ich das gerade so deutsch? Bei Pinterest. Style Inspo Doc Martens Plateau Weiß oder sowas. Oh mein Gott, schaut so gut aus. Ich finde die einfach so geil. Die sind einfach so wunderschön. Und wie gesagt, habe ich die jetzt hier auch mit dem Reißverschluss bestellt. Also man kann einfach hier rein und zumachen und dann sind die perfekt. Von der Passform her sind die eher schmal nach vorne, aber ich habe auch schmale Füße, deswegen passen die mir perfekt. Die haben jetzt hier dieses glatte Leder, aber innen haben die auch, sind die auch so aufgeraut, was ich richtig schön finde und beziehungsweise auch angenehm zu tragen. Das ist auch meine normale Größe, wie bei allen, und die passen mir auch perfekt. Das heißt also in schwarz, denke ich mal, würden die mir auch perfekt passen. So, dann machen wir weiter mit den Sinclair in schwarz. Das sind auch die Aunt Sally. Also die haben auch dieses Leder hier. So wildledermäßig. Hier eben auch richtig weich. Also das ist richtig biegsam und geschmeidig und angenehm. Und ich finde sie auch sehr angenehm zu tragen. Ich hatte sie auch schon an. Da ist eben das gleiche Prinzip. Ihr habt einmal die mit dem Reißverschluss vorne, was ich auch mega cool finde. Das macht es einfach ein bisschen besonders und anders. Man kann die eben auch wieder hier raus machen. Da ist einmal nur dieses Ding da drinnen, wie bei den anderen. Und dann hat man die, ja, hat man auch die normalen. Allerdings haben die einmal hier wieder vorne dieses abgetrennte und sind halt auch tiefer. So, als nächstes haben wir auch nochmal ein Aunt Sally Modell. Okay, die heißen Smooth and Zebra. Und zwar sind die jetzt mal ganz anders. Ich habe die auch noch nie gesehen. Die haben eben so ein Zebra-Muster und sind in so Glanzoptik. Innen sind die trotzdem weich, aber kein Vergleich zu den anderen. Also das ist schon hier richtig hart. Ja, das Muster habt ihr schon gesehen. Hier vorne haben die auch wieder diese Abtrennung.
Aber hier ist jetzt kein Zebramuster mehr. Von innen ist wieder genau das gleiche Prinzip mit den Schnüren. Man kann sie auch so schnüren. Bei denen muss ich sagen, die fallen auf jeden Fall enger aus. Vielleicht, weil es eben nicht dieses weiche Leder ist. Andererseits bei den Jaden, die passen mir auch perfekt. Also wenn ihr euch die bestellen wollt, dann würde ich eventuell zu einer Größe größer raten. Weil die sind schon echt eng gewesen. Die müsste ich schon ein bisschen einlaufen. Man sagt immer, 2 Wochen braucht man an Schmerz. Da habe ich mir einmal hier die bestellt. Das sind die Jaden, aber die Jaden High. Also die sind höher als die normalen. Ich glaube mal, die normalen gehen so bis da. Und die sind halt höher. Die haben so ein bisschen die Höhe von denen, die man jetzt auch gerade hat, diese Plateauschuhe von Pull&Bear oder Zara oder so. Wisst schon, was ich meine? Wer weiß, der weiß. Wer nennt, der nennt. Die haben jetzt auch so einen Reißverschluss, was ich auch mega gut finde, weil bind mal das alles immer zusammen. Die passen mir auch. Allerdings kommt man echt schwer da rein, aber mein Gott, Pech. ist jetzt nicht so schlimm. Die sind auch aus diesem ganz glatten Leder, glänzenden. Deswegen halt auch ja sehr steif und haben auch innen jetzt nicht so ein angenehmes Ding, sondern nur dieses ganz Standard Innenleben, Innenfutter. Aber finde ich auch mega geil. Die finde ich richtig, richtig geil. Die passen mir auch ganz normal wie die normalen Jaden, also diese weißen. Sind aber wie gesagt einfach ein bisschen härter. Und jetzt kommen wir zu den letzten. Und zwar sind es die veganen Doc Martens. Die haben auch hier dieses Vegan Label. Man erkennt die daran, dass sie hier eben dieses Bappal, was sie haben, in hellgelb gelb haben. Und hier vorne haben die auch nicht diese typische gelbe Naht, sondern eben schwarz und schlicht. Und ich finde, die sehen einfach mega schön aus. Es ist natürlich kein Leder. Und ich finde es auch mega cool, dass Doc Martens solche Doc Martens gemacht hat, wenn man darauf achtet. Und ich hätte sie auch gern behalten. Allerdings kommen wir jetzt zu der Größe. Da muss ich sagen, sind sie mir viel zu klein. Ich bräuchte da auf jeden Fall eine Nummer größer. Da muss man sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen einlaufen, so paar Male tragen. Genau, aber ansonsten sind die so wunderschön und ich wünschte, sie würden mir passen. Auch so, wenn man einfach eben dieses Gelbe nicht mag, dann sind die auch perfekt. Hier haben sie auch diesen Reißverschluss, das heißt, man kann sie richtig leicht an- und ausziehen. Und was soll ich sagen, die sind einfach wunderschön. Das waren jetzt alle und dann sehen wir uns beim nächsten Video.